In diesem Video erfährst du, warum du erst dann eine Partnerin, die wirklich zu dir passt, bekommst, wenn du gar keine mehr brauchst, ja? Und welches Mindset du dafür entwickeln musst, um wirklich authentisch und ehrlich sagen zu können, ich brauche keine Partnerin, um so glücklich zu sein. Ich bin glücklich so, wie ich jetzt bin. Ich bin mit mir selbst glücklich, ja? Für viele klingt es erstmal paradox und sagen, ja, wenn ich jetzt eine Partnerin habe, dann kann ich endlich wieder glücklich sein, weil es ist ja einfach wunderschön, wenn man dann den Abend zusammen verbringen kann, einen schönen Filmeabend machen kann, endlich mal wieder zusammen vielleicht auch mit einem befreundeten Pärchen ausgehen kann, das Leben dadurch mehr genießen und zu schätzen wissen kann und einfach auch mehr unternehmen kann oder eben zusammen Urlaub macht und man kann sich vielleicht auch den Haushalt teilen, jemand anderes ist immer abends da, wenn man nach Hause kommt und so hat man einfach viel mehr Geborgenheit und fühlt sich einfach allgemein viel wohler, wenn man so die bessere Hälfte an seiner Seite hat. Und viele haben dann so das tief in sich verankerte Gefühl, ja, dass wenn sie endlich eine Partnerin haben, dann sind sie wieder glücklich in ihrem Leben. Ja. Das ist so dieser eine Baustein, der jetzt noch fehlt und dann fühle ich mich wieder wohl, bin wieder erfüllt. Ja. Und du spürst dann auch richtig, wenn du so diesen Gedanken hast, wenn jetzt zum Beispiel dich gerade erst getrennt hast oder auch wenn du jetzt schon länger auf der Suche nach einer Partnerin bist und in dieses Gefühl reingehst, dass endlich wieder jemand da ist, dann bist du auch tatsächlich wirklich glücklich, wenn du daran denkst, wie schön es dann einfach wäre, dass einfach jemand da ist, dass man wieder eine glückliche Beziehung auf Augenhöhe eben mit einer Partnerin führen kann. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass du momentan viele Dates hast, aber die richtige ist nicht so wirklich dabei. Oder du hast schon eine im Auge, die du vielleicht auch schon länger triffst oder ihr kennt euch von der Arbeit oder aus dem Freundeskreis oder ähnlichem, aber es klappt irgendwie nicht so richtig und du kannst eben die Frau, die du dir ausgesucht hast, nicht so wirklich für dich gewinnen und eben mit ihr eine Beziehung führen, geht irgendwie nicht weiter, ja. Und der Grund ist eben häufig, dass du diese Ausstrahlung an den Tag legst, dass du eben eine Partnerin brauchst, ja, um endlich wieder glücklich zu sein. Dass du genau das auch ausstrahlst, ja, dass du irgendwas brauchst, dass du was erwartest, dass du needy bist, dass du jemanden brauchst, um endlich erfüllt zu sein, um endlich wieder Liebe empfinden zu können. Ja. Die Wahrheit ist aber, du wirst erst dann wirklich eine Traumpartnerin, die auch wirklich zu dir passt und die dich wirklich interessiert, finden, wenn du selbst mit dir glücklich bist, wenn du dich selbst liebst, ja, wenn du das liebst, was du tust, wenn du einfach Liebe ausstrahlst, weil du mit dir selbst erfüllt bist, dich selbst liebst, das, was du tust, liebst, deine Mitmenschen, mit denen du interagierst, wenn du das ausstrahlst, dann wirst du viel leichter eine Partnerin eben anziehen können, weil du einfach schon in der Fülle lebst und nicht aus dem Mangel heraus eben eine Partnerin brauchst, ja. Die Partnerin sollte immer so die Kirsche auf der Torte sein. Ja, du hast dir schon eine richtig geile Torte selbst gebacken, bist damit auch vollkommen fein, ist alles gut. Und die Partnerin wäre dann noch die Kirsche on top. Natürlich ist es schöner, dann noch eine Partnerin an der Seite zu haben. Aber du brauchst sie nicht, auch so ist die Torte lecker, ja. Und genauso solltest du das mit deinem Leben betrachten, ja. Und wenn das jetzt erstmal für dich komisch klingt, vielleicht hilft da auch ein anderes Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, dass es elementar ist, eben da keine Erwartungen an jemanden zu haben, der dich endlich glücklich macht, sondern dass du für dein eigenes Glück sorgen solltest, dass du deines eigenen Glückes Schmied bist. Ja. Nehmen wir an, du bist ein Hotelbesitzer, ja, und dann sagst du auf deiner Website, stellst du dein Hotel vor und sagst du den Gästen, die sich schon gemeldet haben und für einen Urlaub interessieren, ja, bucht gern bei uns einen Urlaub. Wir haben hier vor, ein richtig geiles Hotel zu bauen. Kommt doch einfach mal vorbei und ihr müsst auch nur ein paar Handschuhe mitbringen, einen Helm auch mitbringen, einen guten, sicheren Helm, vielleicht ein paar Arbeitsschuhe und dann bringe ich euch ein bisschen bei, wie ihr Beton anmischt und dann bauen wir hier richtig geil zusammen ein Hotel auf, so ein richtiges Luxusresort und dann könnt ihr zusammen Urlaub machen hier. Was haltet ihr davon? Sagst du das eher vielleicht zu deinen Gästen, wenn du ein Hotelbesitzer bist? Oder würdest du vielleicht ein bisschen besser bei deinen potenziellen Gästen ankommen, wenn du sagst, wir haben ein richtig geiles neues Luxusresort aufgebaut, ja? Das ist mit 24-7-Service, Infinity Pool, super geilem Essen rund um die Uhr, geile große Zimmer, Jacuzzi auf dem Zimmer, alles, was das Herz begehrt, kommt doch gerne mal vorbei. Ja? Oder läuft es besser, wenn du sagst, ihr müsst hier nur noch ein bisschen Beton anmischen, dann könnt ihr auch schon euch einen schönen Urlaub machen. Also so merkst du ja, genauso solltest du es mit deinem Leben betrachten. Ja? Wenn du dir selbst, von dir selbst heraus schon ein geiles Luxusressort aufgebaut hast, ein geiles Leben erschaffen hast, wo du fit bist, energetisch bist, das tust, was du liebst tagsüber,
geilen Freundeskreis hast, dich mit deinen Mitmenschen gut verstehst und einfach ja, ein Leben in Fülle lebst, dann wirst du das auch entsprechend anziehen. Ja? Das kannst du genauso mit diesem Hotel vergleichen. Und wenn du halt einen Trümmerhaufen zu Hause hast, wo man dann eben noch den Betonmischer anschmeißen muss, da hat eben keiner Bock drauf. Ja? Und das ist natürlich klar, dass sich dann die Frauen weniger davon angezogen fühlen. Ja? Natürlich sollte man hier auch dann darauf aufpassen, dass du dann nicht so eine Golddiggerfrau anziehst, die dann eben sich nur ausruhen will bei dir und nur auf deine Kosten leben will und gar keinen inneren Antrieb mehr selbst hat, das Leben auch noch geiler zu gestalten, weiterzuwachsen. Ja? Aber das thematisieren wir auch noch im anderen Video. Hier geht es jetzt erstmal grundsätzlich darum, dass du diesen Standard, einen hohen Standard vorgeben solltest, einen hohen Standard leben solltest, authentisch und selbstbewusst leben solltest, den du dir selbst erschaffen hast. Das wirst du dann entsprechend ausstrahlen und dann kannst du auch genau diesen Standard an Frau erwarten, die du in dein Leben ziehen möchtest. Ja? Und wenn du eben Trümmerhaufen hast am Leben, dann wirst du auch nicht durch eine Frau dadurch glücklicher. Wenn du eine Frau dann findest, die vielleicht dann irgendwie zu dir kurzfristig passt, dann wird früher oder später deine Unzufriedenheit mit deinem Leben da wieder hindurchstrahlen und ihr werdet euch nur beide unglücklich machen. Deswegen kümmere dich erstmal um dich, dass du ein geiles Leben für dich aufbaust. Ziehe dadurch entsprechend eine Frau an, die wirklich zu dir passt, ja, wo ihr auf Augenhöhe seid und dann baut euer Leben noch geiler auf. Ja? Aber hab schon mal einen gewissen Standard, den du präsentieren kannst. Ja? Und warte bloß nicht am Ende von der Frau, dass sie dir eben dein Luxushotel aufbaut. Ja? Genauso die Analogie zum Leben, dass sie nicht dich glücklich macht, sondern du bist von dir heraus glücklich. Also, ganz wichtig, fokussiere dich auf dein Leben, dass du ein geiles Leben hast, dass du zufrieden bist. Und dann gibt es gar keine großen Probleme mehr, die richtige Frau anzuziehen. Dann gibt es noch natürlich den einen oder anderen Hinweis, wo du eine Frau kennenlernen kannst, wie du sie am besten auf ein nächstes Date bekommst, wie die Kommunikation sein sollte. Aber das sind dann alles Kleinigkeiten dann im Vergleich dazu, dass du einfach durch deine Ausstrahlung von Fülle, dadurch, dass du weißt, du bist selbst genug, du hast genug, du bist mit dir selbst im Reinen, du hast deine Torte selbst gebacken und die Frau wäre nur noch die Kirsche. Wenn du das ausstrahlst, ist das viel, viel mehr wert als alles andere, was dann eben noch on top kommt. Das versteht sich dann von alleine und das ist dann auch gar kein Problem mehr. Ja. Und wenn du jetzt Unterstützung dabei benötigst, dir ein richtig geiles Leben von dir selbst heraus aufzubauen, ja, wo du dich nicht irgendwo ins gemachte Nest setzt, weil du irgendwo was geerbt hast, sondern das aus dir heraus halt selbst aufbaust, ja, in allen Lebensbereichen ein erfolgreiches Leben für dich selbst schaffst. Wenn dich das interessiert, dann schau mal gerne bei neoempire.one vorbei und sichere dir ein kostenfreies Beratungsgespräch. Dann können wir eins zu eins mal schauen, ob wir dich dabei unterstützen können, ein geiles Leben aufzubauen, wo du alle deine Lebensbereiche, die wirklich für dich wichtig sind, im Griff hast, dadurch dann die für dich passende Frau automatisch in dein Leben ziehst und mit ihr durch gute Kommunikation eine langfristig liebevolle Beziehung auf Augenhöhe führen kannst, wo du dein geiles Ressort, was du schon aufgebaut hast, dann zum neuen Bursch aller herab machst, ja? Genau darum geht's, ja. Und dass ihr dann noch weiter wächst und noch weiter nach den Sternen greift. Darum geht's doch im Leben, ja. Nicht irgendwo in der Mittelmäßigkeit versinken, sondern immer weiter wachsen. Aber wissen, du hast schon einen geilen Grundstandard, auf den du immer im Zweifelfall zurückfallen kannst. Aber nie darunter. Dieser Grundstandard macht dich schon glücklich. Und deine Beziehung ist einfach die Kirsche auf der Torte, womit ihr dann noch geileres und noch größeres für die Zukunft erreicht, ja. Also, wenn dich das interessiert, schau bei neoempire.one vorbei. Wir freuen uns sehr auf dich. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, lass dem Video ein Like da. Abonniere auch den Kanal und aktiviere die kleine Glocke. Dann wirst du immer erinnert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Hier kommen viermal die Woche neue Videos zu den Themen, wie du zu einem wahren Mann wirst, einem wahren Alpha, der sein Leben in allen Lebensbereichen im Griff hat, wie du dadurch deine Traumfrau anziehst und mit ihr eine liebevolle Beziehung auf Augenhöhe führen kannst. Also, wenn dich das interessiert, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich sehr auf dich. Mach's gut, dein Nico. Ciao.